und herzlich willkommen bei Nicoles Küchen-TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix mal Brownies backen. Und zwar Brownies der anderen Art. Ihr kennt sie ja alle mit viel Butter und mit viel Zucker. Da schmecken sie natürlich super lecker. Ich habe nach einer Alternative gesucht, habe viele Rezepte von Brownies mit Süßkartoffeln gefunden und habe mir da so mein eigenes Rezept kreiert, das super gut ankommt bei uns. Ich backe es jetzt, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal wieder neu, weil es immer so angefragt ist. Und auch der Besuch hat gar nicht gemerkt, dass es keine normalen Brownies sind. Ich lese euch die Zutaten vor. Ihr braucht 50 Gramm Haferflocken oder Buchweizen. Ich habe hier direkt Buchweizenmehl genommen. 100 Gramm gemahlene Mandeln oder Haselnüsse. Wenn ihr die ganzen habt, dann gebt ihr sie eben kurz in Thermomix und malt sie auf Stufe 10 Sekunden und dann füllt ihr sie um. Genauso macht ihr es mit den Haferflocken oder mit dem Buchweizen. Dann braucht ihr so ca. 2 große Süßkartoffeln. Bei mir waren das jetzt so ca. 635 Gramm. Eine Prise Salz. Dann 14 Datteln, ganze, die ihr entsteint. Die übergießt ihr bitte einmal mit kochendem Wasser und lasst sie 10 Minuten stehen. Dann hat der Thermomix nicht so viel Arbeit. Dann gehen die besser zu zerkleinern. Dann braucht ihr 50 Gramm Eiweißpulver Schokolade. Wer das nicht mit Eiweißpulver machen will, der erhöht einfach. Entweder nehmt ihr dann 100 Gramm Haferflocken oder 100 Gramm Buchweizen. Ich gebe dann rein 5 Fluffdrops Vanille und 10 Fluffdrops Schokolade. Ihr könnt aber genauso gut Vanillezucker reingeben oder ein bisschen Tonkabohne, dann kommt er eben auch darauf. Und gebt dann vielleicht ein bisschen normalen Zucker rein, wenn euch das nicht süß genug ist. Und ihr braucht 2 mittlere Espresso. Espresso natürlich. Ja, wenn ihr jetzt die Haferflocken habt oder den Buchweizen, dann malt ihr den eben und füllt ihn um. Und das Ganze macht ihr mit den Mandeln oder mit den Haselnüssen auch. Ich habe jetzt soweit alles schon gemahlen gekauft. Meine Süßkartoffeln habe ich in große Stücke geschnitten. Sehen ungefähr so groß aus. Die gebt ihr in den Thermomix. Dann geben wir Wasser drauf, bis die Süßkartoffeln bedeckt sind. Ja, dann geben wir den Deckel drauf und dann stellt ihr 15 Minuten ein auf 100 Grad und die Rührlöffelstufe. Und wenn die Zeit rum ist, melde ich mich wieder bei euch. Meine Süßkartoffeln sind jetzt soweit gar gekocht. Bei mir hat es 20 Minuten gedauert, 15 Minuten haben nicht ausgereicht. Jetzt nehmt ihr das Garsieb, setzt das ein und gießt einmal das Wasser durch das Garsieb ab. Nehmt aber bitte irgendwie einen Handschuh oder wie auch immer, nicht, dass ihr euch durch den Dampf verbrennt. Ja, das mache ich jetzt eben und dann melde ich mich wieder bei euch. Das Wasser habe ich abgeschüttet. Hier sind jetzt die Süßkartoffeln drin, die lassen wir auch drin. Dann schüttet ihr einmal das Wasser von den eingeweichten Datteln weg. Die Datteln geben wir auch hier rein. Und dann geben wir noch 2 Esslöffel Kokosöl mit rein. Ich glaube, das habe ich vorhin vergessen aufzuzählen, als ich die Zutaten vorgelesen habe. Ist mir, glaube ich, da durchgegangen. Aber kein Problem. Ich verlinke euch das Rezept oder schreibe es euch unten drunter und dann könnt ihr ja nachlesen. So, dann geht der Deckel drauf und Messbecherchen bitte einsetzen. Und dann zerkleinern das Ganze 15 Sekunden auf Stufe 5. Die 15 Sekunden sind rum. Schiebe ich noch mal alles vom Rand nach unten. Das reicht auch aus. So sieht es jetzt aus. Und jetzt geben wir alle anderen Zutaten hinzu. Einmal eine Prise Salz. Eine gute Prise Salz. Die gemahlenen Haselnüsse oder Mandeln. Ich habe jetzt gemahlene Haselnüsse genommen. Dann nehmt ihr, wenn ihr das Eiweißpulver nicht mitnehmen wollt oder benutzen wollt, dann nehmt ihr bitte 100 Gramm gemahlene Haferflocken oder 100 Gramm Buchweizenmehl. Ich nehme jetzt nur 50 Gramm und gebe noch das Eiweißpulver Schokolade mit rein. Wer Interesse hat, dem verlinke ich das, was ich benutze, also in der Infobox unter dem Video. Dann nehmt ihr bitte 6 Esslöffel Backkakao ohne Zucker
2, 3, 4, 5 und 6. Ich nehme jetzt, wie gesagt, 5 Love Drops Vanille. 1, 2, 3, 4, 5. Und 10 Love Drops Schokolade. 1, 2, 3, 4, 5, 10. So. Und dann geben wir noch die 2 mittleren Espresso rein. Und das Ganze wird jetzt 30 Sekunden auf Stufe 3 bis 4 vermischt, damit eben so eine einheitliche Masse entsteht. Ich nehme mal Stufe 3,5. Meine Masse ist jetzt gut vermischt, allerdings hat die Stufe 4 diesmal leider nicht ausgereicht, oder 3,5 hatte ich ja genommen. Dann habe ich noch mal kurz alles so ein bisschen mit dem Teigschaber hier vermischt. Habe es dann nochmal reingegeben und auf Stufe 6 sogar hochgestaltet kurzfristig und dann hinterher nochmal auf Stufe 4 reduziert. Und jetzt ist es wirklich eine schöne einheitliche Masse. Die gebt ihr jetzt entweder auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und verteilt es. Und ja, ich gebe es auf meinen großen Ofenzauberer. Da wird es eigentlich auch immer ganz gut. Und ihr heizt dann auch schon bitte den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Ja, und wenn ich das gemacht habe, melde ich mich wieder bei euch. Ja, die Masse habe ich jetzt auf meinem Ofenzauberer verteilt. Der wandert jetzt in den Backofen für ca. 45 bis 50 Minuten. Ich gucke immer ab und zu mit einem Zahnstocher, wann es gut ist. Ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich es aus dem Ofen hole. Und dann sage ich euch auch genau, wie lange es im Backofen war. Bis später. Mein Brownie-Teig ist fertig gebacken. Ich hatte ihn genau 45 Minuten im Backofen. Ja, jetzt lasse ich ihn auskühlen und schneide ihn in Stücke und dann melde ich mich nochmal bei euch. Hier seht ihr meine fertigen Süßkartoffel-Eiweiß-Brownies. Wenn ihr sie ein bisschen dicker haben möchtet, dann müsstet ihr eine kleinere Form nehmen. Uns schmecken sie aber auch so sehr gut, so kriegt man ein bisschen mehr Stücke raus. Ich kann euch wirklich empfehlen, sie mal auszuprobieren. Sie schmecken wirklich super lecker und sind eben nicht so eine Kalorienbombe wie die normalen Brownies. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video.